Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin bei der FH St. Pölten für das Projekt Inverted Classroom zuständig und auch bei den Vorbereitungen zum Tag der Lehre 2016 involviert. Und ich habe jetzt bei mir die Frau Rasch und bitte Sie, dass Sie sich vorstellen. Ja, hallo, ich bin Sabine Rasch. Schöne Grüße nach St. Pölten aus Hamburg. Ich sitze hier in der HAW Hamburg in der Arbeitsstelle Studium und Didaktik. Eigentlich sollten wir hier zu zweit sitzen, die Leitung der Arbeitsstelle Studium und Didaktik, Frau Holler, die auch mir nach St. Pölten anreisen wird. Aber ich bin hier alleine. Ich bin zuständig für das Projekt Curriculumentwicklung und Kompetenzorientierung in Kooperation mit Frau Holler. Und ja, wir haben einen Beitrag eingereicht. Genau, und was erwartet uns denn bei dem, was Sie hier einbringen werden beim Tag der Lehre? Wir werden ganz kurz auf ein Konzept eingehen der kompetenzorientierten Lehre und des Prüfens, vor allem, was wir hier an der HAW seit 2014 einführen. Aber das Konzept nur ganz kurz vorstellen, also wie werden bei uns Learning Outcomes gebildet, wie daraus eine Prüfung abgeleitet und dann auch der Lernraum gestaltet. Und dann vor allem wird sich unser Beitrag darum drehen, wie wir das Konzept eingeführt haben, das heißt, wie wir Lehrende überzeugt haben, dass sie das in ihrer Lehre einsetzen und auch in der Curriculumentwicklung umsetzen. Das ist interessant. Wie haben Sie denn das getan, das mit dem Überzeugen? Da hänge ich mich gleich dran. Was war denn da der wichtigste Erfolgsfaktor? Also der wichtigste Erfolgsfaktor hier an der HAW ist, dass wir schon lange mit Lehrenden arbeiten, die sich als Coaches weiterbilden. Und das haben wir umgesetzt auch bei der Einführung der Kompetenzorientierung, dass wir Multiplikatoren und Multiplikatorinnen ausgebildet haben, Professoren und Professorinnen, die wiederum ihre eigenen Kollegen und Kolleginnen beraten in der Umsetzung des Ah, Konzeptes. Und das ist für okay. uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ja, und gleichzeitig ja auch ein Beispiel, wie kompetenzorientiertes Lernen überhaupt funktioniert, also im Sinne von auch gegenseitiger Unterstützung und Peer Learning, ne? Genau, das eine ist natürlich der Erfolgsfaktor, das Konzept an sich. Das beruht auf Professor Dr. Oliver Reiß von der Uni Paderborn. Und die Lehrenden, wir haben das festgestellt in ersten Fortbildungen, das war auch ein Tipp eines Lehrenden, Oliver Reiß einzuladen. Wir finden das halt als hochgradig sinnvoll für ihre eigene Lehre, als wirklich als Steuerungskonzept für die Lehre. Und dadurch, das ist natürlich der erste Erfolgsfaktor. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wenn wir als zentrale Einrichtung anfangen jetzt die Lehrenden zu überzeugen, das wird nicht so wirklich funktionieren. Und wir haben uns dieses Multiplikatorenkonzept zunutze gemacht. Okay, sehr spannend. Gibt es noch einen Aspekt, der dann ganz wichtig ist, hinzuweisen im Sinne von, was Sie bei uns noch einbringen werden, was ein wesentliches weiteres Thema sein wird? Ich glaube, für die kurze Zeit wird vor allem nochmal diese Darstellung des Konzeptes Thema sein. Und dann nochmal wirklich darzustellen, diesen Schneeballeffekt, der sich eingestellt hat an der HAW. Okay. Und natürlich diese beiden Ebenen, einmal die individuelle Personalentwicklungsebene der Professoren und Professorinnen, die lernen, das Konzept umzusetzen und dann aber auch auf die Curriculumentwicklungsebene zu gehen. Das heißt, wie baue ich wirklich kompetenzorientierte Curricula? Das ist dann die nächste Ebene natürlich, die sich bei uns weiter ausbreitet sozusagen, also Ja. die Nachfrage danach. Das sind dann ganze Teams, die dieses Konzept dann auch umsetzen. Ja, weil das ist ja auch unsere Erfahrung, dass Kompetenzentwicklung auf der Ebene einer einzelnen Lehrveranstaltung letztlich nur dann gelingt, also nachhaltig gelingt, wenn sich eben auch im Hintergrund bei den Curriculas, bei den Modulhandbüchern und so weiter irgendetwas tut, oder? Genau, wir haben festgestellt, dass die Lehrenden, die das selber umsetzen, natürlich ganz schnell auf höhere Taxonomiestufen wollen in der Kompetenzvermittlung, also von der Anwendung weg zur Synthese und Analyse, die Studierenden bringen. Bei Verstehen und Kenntnisse sind sie dann schon lange nicht mehr und dann natürlich auch zu anderen Lernformen kommen, wie Projektlernen oder Problem-Based Lernen. Und wenn jeder Lehrende das machen würde, dann würden die Curricula, also für die Studierenden komplett auseinanderknacken. Das würden die Studierenden im Semester, was da an Selbststudium nötig ist, im laufenden Semester nicht schaffen. Und deshalb kommen Lehrende schon teilweise selber drauf, dass sie sagen, oh, wir müssen das Curriculum angucken, dass das wirklich dann auch nochmal
gut durchdacht ist, dass die Studierenden es auch vom Workload schaffen. Und an dem Punkt sind wir gerade. Also, dass wir gerade so, ich würde mal sagen, im Moment 50 Lehrende haben, aber aus einzelnen Departments, das geht alles noch. Aber so wie noch mehr es umsetzen, wird es für die Studierenden so nicht mehr studierbar sein. Und deshalb sind mehr und mehr, also motivieren wir mehr und mehr, aber haben auch mehr und mehr Anfragen an der HAW für Curriculumentwicklung im Sinne der Kompetenzorientierung. Also unser Ansinnen ist, ich nenne das immer von den Worthülsen in Modulhandbüchern in die Praxis der Lehre die Kompetenzorientierung umzusetzen. Das heißt, Modulhandbücher und Modulbeschreibungen zu bauen, die dann auch wirklich umgesetzt werden und nicht wie im Moment für die Akkreditierung eigentlich vor allem gemacht werden. Und da Das haben wir kommt jetzt mir so bekannt vier Curriculum-Entwicklungsprozesse laufen, die wir mit Modul leiten. Sie lachen. Gut. Naja, mir ist mir bekannt vorkommen. Okay. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nach St. Pölten kommen.